Prost, YouTuber, und willkommen zurück zu Shadowrun. Es geht in die nächste Runde. Wieder ein Koop mit Zweien und... Komm, wir bleiben bei unserem guten Brutus. Hinzufügen. Aber vorher gehen wir auch nochmal bei uns rein und wir haben 12 Punkte. Machen wir mal hier die Organentnahme. Für... Können wir ein bisschen mehr plündern. Und hier machen wir Schlösser knacken. Und unser Brutus, der hat das Gegenteil geskillt. Der kann ein bisschen hacken, das heißt, er kann die leichten digitalen Schlösser aufmachen und er kann demolieren. Das heißt, wir werden in Zukunft immer den guten Brutus dabei haben. Und wir erlernen mal Drohne reparieren. Gut. Alles aufgebraucht. Von der Ausrüstung her haben wir in der letzten Runde einen Panzer bekommen. 5 Schaden reduziert. Und ich habe 2 Medipacks gekauft, die ich mit rumschleppe. Ansonsten sind wir immer noch genauso bewaffnet wie am Anfang. Und wir starten. Schnappt dir Luna bei ihrem Treffen. Na, wie schön. Guten Tag. Und willkommen zu Ihrem ersten Matrix-unterstützten Run. Bitte legen Sie Ihre Körperpanzerung an und vergewissern Sie sich, dass all Ihre Waffen geladen und jederzeit auf die bösen Buben gerichtet sind. Da hat wohl jemand einen Clown gefrühstückt. Ich verstehe dich klar und deutlich. Kannst du uns sehen? Bestätige. Die Kameras im Gang sind jetzt unter meiner Kontrolle. Und ich erhalte limitierte Daten von euren Comlinks. Wieso nur limitiert? Also bist du nun unsere Augen und Ohren. Augen, Ohren, digitale gute Fee. Ich habe alle Verbindungen nach draußen unterbrochen. Ihr habt also freie Bahn für die nächsten 10 Minuten. Danke. Kannst du mir irgendwas über die Sicherheit hier erzählen? Normale Wachen. Ich komme nicht in die Kameras des Apartments rein, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Aber der Stromverbrauch deutet auf ein paar automatische Verteidigungssysteme hin. Na, klingt doch prima. Sentry Guns. Na toll. Gut, wir starten wie immer mit unserem Panzer. Klingt doch spitze. Panzer, roll mal vor bis vorne. Gut, Brutus, wie schaut's? Bis da, gut. Okay. Aufmachen, Wartungscrew. Geht weg. Ich bin der Hausmeister und ihr seid keine Wartungscrew. Du bist besoffen. Ach, du hast uns durchschaut. Kannst du uns helfen? Könntest du den Strom zum Apartment drüben am Korridor ausschalten? Oh, da wollt ihr nicht reingehen. Die machen da miese Sachen. Scheinen nicht deine Lieblingsmieter zu sein, oder? Was wäre, wenn sie ganz plötzlich ausziehen würden? Ja, ich verstehe. Du möchtest ein Massaker veranstalten. Wenn du das unbedingt machen willst, brauche ich vorher noch ein Bier. Sehr schön. Ein Bier. Hol mir ein Bier. Der Verkaufsautomat ist da vorne. Und ich kann hier nicht raus, bevor die Cops nicht da waren und wir Holst du wirklich Bier für einen betrunkenen Hausmeister? Warum nicht? Ach, lass mich doch in Ruhe. Und jetzt? Habe ich jetzt Bier gekriegt oder nicht? Frechheit. Ich will Bier. Fahr mal da an die Wand drum. Gut. Brutus, andere Seite der Tür. Achso, ich kann wieder reden. Danke. Das sollte reichen, bis die Schießerei aufhört. Du solltest mal den Sicherungskasten am Ende des Korridors kontrollieren. Oh, super Idee. Neben den Treppen? Genau. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ihren illegalen Drag nicht an die Haussysteme anschließen. Aber sie hören ja nicht auf mich. Geschieht ihnen recht. Hm,
Okay. Das wäre dann der. Fein. Drohne kann sich nicht mehr bewegen, aber wir können noch ein bisschen. Gut. Das ist nochmal ein cooler Tipp. Eine Runde. Das Hausgitter zeigt einen starken Stromabfall im Apartment. Nicht an den primären Schaltkreisen, aber irgendwas haben sie an die Hilfskreise gehängt. Ja, schön. Deckung. So, Brutus, Tür. Schlösser knacken, das kann doch ich. Kann ich doch jetzt so. Mehr ist da nicht. Geh mal rein. Anscheinend. Cool. Dann schauen wir mal, ob wir das Schloss jetzt aufkriegen. Ja, es ist sehr weit weg. Brutus geht in der Zwischenzeit zur anderen Tür. Schlösser knacken. Cool. Ein Kampffokus. Ja, okay. Das können wir halt verticken. Da ist aber noch was. Oh! Geld. Das ist auch immer schön. Gut, Brutus. Nee, erst. Nee, Brutus macht die Tür auf. Was haben wir denn hier? Jemanden mit Todeswunsch? Nicht unbedingt. So, wie war denn das? Okay, ich habe noch einen Schuss. Na dann. Okay. Cool. Und da brennt noch einer. Fein. Ich bin jetzt ein bisschen arg weit weg, aber dann lassen wir erstmal Brutus loslegen, beziehungsweise erstmal die Drohne. Ja. Also sich direkt vor den Lauf zu knien, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ist nur die Frage, wer jetzt echt den Todeswunsch hatte. Mehr ist nicht drin im Raum. Und dann guck doch mal, was da drin ist. Irgendwelche Medikamente. Man kann es auch Drogen nennen. Kann man sich einwerfen, das Zeug. Das macht einem halt ab und zu schneller oder teilweise wieder gesund. Ja, das Übliche halt, ne? Was man so kennt. So. Upsa, da ist was kaputt gegangen. Prima. Brutus macht die Tür auf. Brutus macht die Tür auf. Drac, wir haben Besucher. Hallo, es Luna. Das ist zwar eine Freude, aber ich muss leider verschwinden. Blöd. Du hast wirklich Nerven, hierher zu kommen. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Besiege den Magier. Lass dich nicht von Illusionen verwirren. Das ist ein Magier. Immun gegen Lähmung. Hat magischen Schutz. Okay. Und du bist ein ganz normaler Typ. Ja, schön. Besiege den Magier. Ich glaube, mit dem hier wären wir schneller fertig. Gut. Wie machen wir denn am besten weiter? Kann man nach hier vorne? Kann ich noch schießen? Ja. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte doch schießen. Aber die Drohne könnte jetzt noch. Ja, prima. Extra Schaden. Oh, der kann aber echt einstecken. Au. Ah, verstehe. Aber gut, dass ich den angeschossen habe. Damit
kann man ihn ja immer identifizieren. Okay, das war natürlich ein super Schuss. Du musst nachladen. Damit würde ich jetzt der Drohne auch in den Rücken schießen. Das ist nicht so toll. Ne? Hm. 60. Also Brutus ist nicht mehr so gut dabei, ha? Huh? Gut, was hilft's? Komm ran hier. Brutus, du auch. Und wir werden uns den da hinten schnappen. Wir haben es lebend rausgeschafft. Aber Luna ist entkommen mit irgendeinem magischen Trick. Tja, offensichtlich habe ich einen Magier erlegt. Und sei nicht zu hart zu dir selbst. Du bist nicht die erste Person, der sie entwischt. Ja, ist klar. Irgendwelche Informationen über den Kerl, den sie getroffen hat? Ich habe nur Magiegelaber gehört, aber ich checke seinen Hintergrund. Viel haben wir nicht. Und Luna weiß jetzt, dass wir hinter ihr her sind. Man kann nicht immer gewinnen. Immerhin haben wir sie bei dem unterbrochen, was sie gerade tun wollte. Okay. Ah, da kam er. Gut. Wieder eine erfolgreiche Mission und ja, man hört und sieht sich. Bis dann, tschüss.